Worte. Wieder fahren Worte hinaus in die Welt. Sie werden vernommen, sie werden versiegen und wiedergeboren. Im Kreislauf des Lebens werden sie sich bewegen, in der Stille und im lauten Getöse der Welt, die wir unser Eigen nennen. Worte können wir nicht fassen, doch lösen sie Trauer und Schmerz aus, sowie Freude und Glücksgefühle. Sie sind verborgen in uns, bis sie das Licht der Welt durch Sprache erblicken. Sie kommen aus unseren Mündern, sie existiert in Form von Zeichen auf allem, was die Augen sehen können. Worte reagieren mit unseren Elektronen in unserem Körper, verursachen Reaktionen, deren Auswirkung wir und andere spüren. Sie dringen von unserem Körper hinaus in den Äther und verwandeln Prozesse, gute und böse. Unausgesprochene Worte verwandeln unseren Körper, oft destruktiv in Form von Magengeschwüren. Immer und ewig sind sie da, Teil des Lebens und des Sterbens. Hartmut Alt.